Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Let's Play-Folge von Link's Awakening. In dieser Folge möchte ich das Kokolin-Schwert oder auch Master-Schwert, hier in dem Teil wurde das ein bisschen umgenannt, also ich möchte das stärkste Schwert hier im Spiel finden, was wir dafür machen müssen. Wir müssen 40 Zaubermuscheln finden, deswegen in dieser Folge suche ich so viele Zaubermuscheln wie möglich, damit ich die 40 voll kriege, Herzteile und noch ein paar andere Geheimnisse. Viel Spaß bei dem Video. Lasst schon mal einen Daumen und ein Abo, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Los geht's mit der Folge. So, erstmal die Schaufel. So. Natürlich muss ich erstmal den Kopfhörer, ich höre sonst gar keinen Ton. Ich wundere mich schon, warum es so leise ist. So, ja, genau, 300 Rubine waren es. Achso, übrigens, für alle, die das noch nicht wissen, wozu die Zaubermuscheln sind, warum es denn Sinn machen könnte, diese zu sammeln, auch wenn das nicht unbedingt Pflicht ist. Ab 40 bekommt man das stärkste Schwert im ganzen Spiel. Also könnte sich das für die nächsten Dungeons doch sehr lohnen. Ich gehe jetzt nochmal ins Dorf, versuche mich hier nochmal beim Angeln. Da gibt es nämlich, glaube ich, noch ein, zwei Zaubermuscheln zu bekommen, die ich bis jetzt nicht habe. Das werde ich eventuell rausschneiden, wenn ich mich ein bisschen schwer dabei tun sollte. Ich muss nur wissen, wie, ey. Ich glaube, das weiß vielleicht das Ding. Oh, jetzt komm endlich. Oh mein Gott, ey. Das ist aber auch anstrengend, dieses Vieh zu fangen, ey. So, jetzt haben wir gleich noch hier den Mega Köder. Und da ist er wieder. Komm. Du
gehörst mir. So, jetzt haben wir die Zaubermuschel endlich. Ich war eigentlich der Meinung, hier kriegt man zwei. Vielleicht habe ich auch schon eine bekommen. Ups, das war nicht meine Absicht. Jedes Mal sich umdreht, wenn ich renne. Ach. Nein! Verdrückt. So, da holen wir uns jetzt hier noch eine Muschel. Gucken, ob ich das Schwert jetzt noch holen kann, bevor ich in die nächste Dungeon komme. Ich bin mir nämlich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das schon funktioniert. Ach genau, weil ich die Lupe besitze. Okay, dann muss ich mal schauen, wo die nächste war. Hier hin. Da bin ich jetzt hier richtig. Das sieht gar nicht mal so doof aus. Wie viele haben wir jetzt? 31. Okay, 9 brauchen wir noch. Mal gucken, ob wir die alle noch zusammenkriegen. Da liegt sie, der nächste. Dann machen wir uns einmal in den Zauberwald. Ach, ich wollte springen. Stopp. Dazu sagen wir jetzt mal nichts. Zack, da die nächste. So, ich glaube, hier war auch noch einer. Oh, das war jetzt aber knapp. Ruckzuck ist das Schild weg. Zack. So, zack. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich da am dümmsten und am schnellsten hoch. Ich bin mir jetzt gerade nämlich nicht so sicher.
Okay, hier. Das erleichtert auf jeden Fall ungemein die nächsten Dungeons, die ganzen Gegner und vor allem die Endgegner. Ich muss jetzt nur mal gucken, dass ich den richtigen Weg laufe. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob ich jetzt... Oh, Kollege Eule ist am Start. Der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Geh nach Osten. Der Windfisch wartet schon, ne? Da freue ich mich. Hier haben wir doch noch ein Kistlein. Okay, 50 Rubine. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Achso, okay. Ich wollte schon sagen. Okay, jetzt sind wir hier. Da wollte ich hin. Das tut schon mal gut aus. Das wird schon mal nichts. Jetzt sehe ich's. Bin mir nicht sicher. Ich habe doch einen Enterhaken. Den habe ich völlig vergessen. Naja, was man nicht im Kopf hat. Sieht aus wie eine Wand, oder? Ja. So kommt man also an das Herzteil, alles klar. Ach, das kann ich mir ins Inventar packen, okay. Felsformation. So frech jetzt findest du nicht. Sehr schön. Wir kommen dem Schwert immer näher. Wie viel fehlen noch? 4. Das sollte machbar sein vor der nächsten Dungeon. Das sind 50 Rubine, okay. Noch ein
Geheimgang. Erstmal. Nee, runter wäre jetzt doof. Ah, alles klar. Ich glaube, das ist für die Pfeiler. Ja. Nimmt er eigentlich noch richtig auf? Ja. Okay, zeig her. Vier Stück noch. Vier Stück. Was haben wir denn hier Schönes? Einfach so durch. Nee. Okay, okay, okay. Juhu! Wie komme ich? Ach, das ist die Stelle. Jetzt muss ich gucken, wie ich da hochkomme. Ob ich da schon hoch kann. Irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Nee. Wo war denn jetzt der Friedhof? Da muss ich hin. Ich habe ein Talent, mich zu verdrücken. Das ist echt nicht schön. Abbrechen. Und dann komme ich noch durch. Einmal die Flöte. Wir müssen hier hin. Das Talent. Moment, stopp. Eingang. Da, okay. Ich wollte gerade sagen, der läuft einfach über die Treppe drüber. Du bist ja richtig cool. So, da haben wir die.
Ich glaube, jetzt finden wir noch eine auf dem Friedhof, wo die ganzen komischen Bäume stehen, diese Fratzen. Jetzt muss ich mal gucken, wo der war. Der Fratzenfriedhof war da oben. Oh, das ist perfekt. Mir gar nicht sehen. Oh ja, da ist doch die Stelle schon markiert. Perfekt. So, noch eine und dann können wir uns das Schwert leisten. Genau, okay. Ich würde sagen, die holen wir uns. Mir fällt nämlich spontan jetzt noch die in dem Tal ein. Genau. Also da, wo man mit dem Floß fahren kann. So, einmal speichern ist nicht verkehrt, wenn wir es nämlich versauen, sind wieder 100 Rubine weg. Und vor allen Dingen einen Enterhaken ausrüsten, ganz wichtig. Keine Ahnung, welches ich annehmen muss. Okay, ich habe über 400 Rubine, das war mir gar nicht bewusst, dass so viel war. Hier gibt's noch ein Herzteil. Sehr schön. Das nehmen wir doch gleich noch mit. Das könnte schon der nächste Herzcontainer sein. Nee, noch nicht. So, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ja, hier, oder? Ach, hier war ich schon. Verdammt. Ach, genau. Ich hatte meine Schaufel noch nicht. Nö, nicht im Ernst, oder? Ich war der festen Überzeugung, dass hier. Enterhaken. Dann da, genau. Ja, komm, komm, komm. Jawohl. Da ist die 40. Sehr schön, wir können uns das Schwert holen. Das sind dann aber auch alle Muscheln, die ich euch zeigen werde. Ich weiß nicht alle und es wird sicherlich die ein oder andere noch dazukommen. Wir müssen jetzt hierhin. Was ist denn jetzt der schnellste Weg? Ich würde sagen, obwohl, wir nehmen noch mal den hier. Ich glaube, das müsste der schnellste Weg sein, die Muscheln loszuwerden. Das war top. Wie immer. Vielen Dank. Genau. Ha ha.
Okay, na dann, auf zum Muschelbazar. Da holen wir uns jetzt mal ein paar Belohnungen ab. Wenn man alle 50 bekommt, bekommt man noch so eine Art Steinplatte. Das werde ich in meinem Let's Play aber komplett auslassen. Da kann man sich so eine Art eigene Level zusammenbauen, aber das ist jetzt nichts, was mich in meinem Let's Play interessiert. Okay. Geschenk Nummer 1 dürfte ein Herzteil sein. Ja. Die anderen beiden weiß ich nicht. Eine Zaubermuschel würde überhaupt keinen Sinn machen. Ach, der Muscheldetektor. Das macht natürlich Sinn bei 20 Muscheln. Wenn man in der Nähe einer Muschel ist, reagiert das. Und jetzt kommt das Schwert. Hebe dein Schwert über den Kopf. Ich gewähre dir neue Kraft. Ups, mein Ohr. Okay. Sehr schön, du hast das Kukulin-Schwert erhalten. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen darauf zu schreiben. Ah ja. Jetzt sehen wir uns mal kurz rein, wie die Macht oder wie stark das ist. Ich weiß, dass das nämlich auch schießen kann. Ach, ja, ich bin ja auch ein Held. Und ruckzuck verliere ich auch mein Herz. Ich weiß noch immer nicht, was das hier bedeutet. Ach, du glaubst es nicht. Das ist ein Teleportpunkt. Okay, 2, 4. Jetzt haben wir 6 Teleportpunkte. Okay, das soll es von diesem Let's Play schon gewesen sein. Es könnte, ich weiß jetzt gar nicht, von der Zeit her könnte es ein bisschen länger gewesen sein. Hauptziel war eigentlich ein anderes. Jetzt habe ich aber mein Ziel geändert. Ich wollte eigentlich euch zeigen, wie man den Schlüssel für die nächste Dungeon bekommt. Das werde ich euch in der nächsten Folge zeigen. Komplett mit Dungeon zusammen. Das werde ich dann versuchen, so kurz wie möglich zu halten. Also, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen da für dieses Let's Play, ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Das war's von mir. Macht's gut. Ciao.